Willkommen zurück zu Paper Mario. Wir sind hier wieder ganz oben in Wolken bei Peach. Peachy Quichy. Peach. Bitch. Bitch, please. Hey, Twink. Wollen wir uns nochmal von hier rausschleichen? Wollen wir es wagen? Oh, ich bin zerbrechlich. Ich bin nämlich wie eine wohlerzogene Prinzessin. So wie ich es von den Ministern gelernt habe. Von Tutsworth, oder was? Ich bin gerne zerbrechlich. Soll das denn heißen? Okay. Ja, okay, Twink, wir haben den gleichen Gedanken, ne? Okay, das lässt du mir mal durchgehen. Ich glaub dir, ja, du bist eine Prinzessin. Aber egal, lass... Sorry. Aber egal, lass es uns jetzt tun. Habe ich schon ganz stark drauf gewartet. Einmal ist mir zu wenig. Das machen die so extra in Paper Mario. Es ist nicht nur in Paper Mario 1, sondern in Paper Mario 2 so. In 3 auch. Also in Super Paper Mario. In Paper Mario 2 ist es noch schlimmer, mein Freund. Noch schlimmer. Es ist... Ja, das haben die extra gemacht. Es kann nur... Lass es uns... Als ob man nicht sagt, dann lass uns jetzt... gehen. Oh, was Prinzessin Peach und bla 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 und tschüss, Mann. Wir sind schon wieder in geheimen Weg gehen. Also, es ist so absichtlich gemacht, diese Zweideutigkeit. Es ist so absichtlich gemacht. Mich egal, Prinzessin, hat nicht zu weh getan. Ich bin in Ordnung, danke, Twee. Es war einfach nur dumm. Muss vorsichtiger sein. Ja, ich mach immer den gleichen Fehler wieder. Macht ja nix. Press the button. Lass es uns tun. Und weiter geht's. Okay. Aber hier können wir wieder raus. Ist wieder was Neues im Tagebuch. Nope. Okay. Raus da. Lass es uns tun. Bloß wohin? Da? Was war denn hier? Ach, hier war die Bücherei mit Tuba Blubba. Oh oh, Alan Wake! Alan Wake! Können wir hier rein? Okay. Okay. Bloß nicht vor Alan Wake erwischen lassen. Sieht den Alan Wake so schlecht? Fuck, abgeschlossen. Wohin? Dahin? Da hoch? Ich weiß es nicht. Mal reinschauen. Scheint richtig zu sein. So what? Oh, es ist Prinzessin Peach. Sie ist sie nur herausgekommen. Könnte ich Pause, dreht um Rad, wenn wir sie nicht gleich auf ihr Zimmer zurückbringen. Eine Sekunde, krieg ich wieder ein, ja? Kein Grund zur Panik, chill mal mehr, ey. Chill dein Leben, ey. Sonst kein Problem oder was? Spaß. Sie kann ohnehin nicht aus dem Schloss entkommen. Und wenn sie schon mal da ist, könnten wir sie auch fragen, ob sie an unserem kleinen Spieltischchen teilnehmen will. An unserem kleinen Spielchen teilnehmen? Das war jetzt ein bisschen weiter gegriffen als das eben, aber trotzdem. Dieser Pfad ist ab 18! Ohne Schmarrn. Sie wäre ideal und wir brauchen noch einen dritten Teilnehmer. Oh, ein flotter Dreier jetzt schon. Schön. Ja. Das wird doch jetzt mir echt zu krass hier. Ist ein Porno oder was? Ich krieg mich nicht mehr. Oh, ist das ein versauter Part hier. Sehr gute Idee! Und dann mal los, lass es uns tun. Prinzessin Peach, habt ihr mitgehört? Hier lang, bitte. Wir werden König Bowser nichts von eurer Flucht verraten, wenn ihr an unserem Spiel teilnimmt.
Oh, jetzt schon Vergewaltigung. Okay. Wir haben ja drüben schon alles vorbereitet. Fesseln und jetzt machen wir auch noch ein Fesselspiel hier raus. Wird hier echt immer schlimmer hier. Wo bin ich hier gelandet? Im Puff? Bei Vergewaltigern? What the fuck? Oh nein, Prinzessin, scheiße! Nein, ich vergewaltigen. Oh, ist nur eine Quizshow, Günther Jauch. Das Cooper Corp präsentiert das 64. Trivia Quiz Finale. 64. Nintendo 64. Hier, ich bin Ihr Gastgeber, Günther Jauch. Herr Hammer. Falscher Film, falscher Film. What the fuck? Denkt Peach sich. Kommt der ganze Applaus weg? Seid ihr das, meine Freunde? Lassen Sie uns gleich beginnen. Ich stelle Ihnen 10 Fragen. Wer die meisten richtigen Antworten hat, ist der Gewinner. Wer hätte es gedacht? Ich dachte, wer die wenigsten richtig macht. Drücken Sie A, wenn Sie glauben, die richtige Antwort zu wissen. Auch so ein bisschen wie Bass, ne? Und mit Buzzer. Ein Winner hält einfach einen belaffen Preis. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Oh, noch etwas. Wir vergeben auch Preise für die Teilnahme. Also ist jeder Teilnehmer ein Gewinner. Bereit. Erste Frage. Noob-Frage. 50-Euro-Frage. Wie lautet der Name des Endgegners im Vulkan auf Lava Lava Island? Also gut. Spikey Tom. Ah. Lava Pyro. Richtig, ey. Und weiter geht's zur nächsten Frage. Zweite Frage. Weltmeister Schnaufuhler in Stern gefangen. Wer ist das denn? Meister Schnaufuhler. Spikey Tom. Boah, wie der abgeht, da kannst du gar nichts machen. Die Blütenfälle. Richtig. Ist das ein Hinweis auf den nächsten Stern? Okay, weiter. Dritte Frage. Wie lautet der Name des cool roten Monsters, das eine staubtrockene Ruhe finden kann? Chomp. Müsste das sein. Chomp. Chomp. Das ist richtig. Sie haben 50 Euro. Sie haben noch eine Chance für ein Comeback. Vierte Frage. Wie reicht man in Blütenfelder? Spikey Jock. Irgendwie so ein Blütentor passieren. Okay. Wusste man noch nicht, jetzt kann auch jeder gewinnen. Fünfte Frage. In welche Person ist König Bowser verliebt? Prinzessin Peach. Ja, ich glaube Kevin Cooper. Nein, Spaß. Leider mich. Aber leider, ich möchte nicht vergewaltigt werden. Nein. Das ist richtig. Aber du wirst. Und jetzt aufgepasst, Günther Jauch stellt die sechste Frage. Was soll es untrennbar mit den Blütenfeldern verbunden? Mann, da kannst du auch nichts machen, aber ich weiß es ja auch nicht. Könnten wir doch gar nicht wissen. Ich weiß, Blumen, Blumen, Blumen. Na gut, das ist ja die auch gewusst, das ist ja logisch. OMG. Wir verlieren, wenn es so weitergeht. Die nächste Frage ist ganz leicht zu beantworten. Siebte Frage. Wie lautet der Name des wundervollsten, unbesiegbaren, einfach coolsten Kerls auf der ganzen Welt? Bowser natürlich, ne? Wenn der schon so fragt. Bowser. Auch wenn ich ihn nicht mag. Das habe ich mal überhört. Das ist gut, dass das Tuba Blubber nicht gestanden hätte. Das hätte mich verwirrt. Jetzt gut überlegen. Achte Frage. Wie heißen die Geister, die in Nimmernimmerwald leben? Buhus. Also gut, Prinzessin Peach. Das sind doch Buhus. Abrox, das sind doch so Rahmen. Und Tuba Blubber war auch der unbesiegbare Endboss, den Mario aber geownt hat. Das ist richtig. Ja, natürlich ist es richtig. Jetzt wird schwierig. Neue Frage, wie laut der Name des Postamtes Tutau und irgendwas. WTF? Kupai. Ich hab's jetzt nicht hier richtig gelesen. Fucking shit. Tut mir leid, es war falsch. Die Antwort war der Blumengarten. Noob. Und unsere letzte Frage, wo ich bin. Frage 10. Wo befindet sich der seit einem Pilzpalast? Also gut, Prinzessin Peach. Bitch, Prinzessin Bitch. Auf Bowser's Fest. Ah, Bowser's Fest, Doktor. Das ist richtig! Ihr bist jetzt ein Millionär mit einem Punkt Vorsprung! Oh, zum Ende haben die aber gesackt. Das 64. Trivia-Quiz-Finale ist hiermit beendet und damit haben wir mit einem riesen Erfolg. Der Sieger ist, wow, unerwarteter Gast, Prinzessin Peach. Congratulations, Prinzessin. Hier ist euer Preis. Jelly Royal. Na, auf das Snack stellt 50 BP wieder her. Das ist schon mal nice.
Danke, dass Sie alle erschienen sind. Es war wieder mal eine sehr gute Show von Wer wird Millionär ohne Joker diesmal. Es war ganz großartig. Wir sehen uns beim nächsten Triebwerk-Quiz-Finale. Wieso heißt es immer Finale, wenn es dann immer das nächste ist? WTF? Die Logik, die Logik. Oh, Prinzessin Peach, was hättet ihr vergessen? Hier ist euer Preis für die Teilnahme. Was hast du für ein Mutisch hier? Ein Schirm, den die Teilnehmer an der Quizshow erhalten. Was kann ich denn damit machen? Das Mutierschirm, wenn jemand ansieht und B drückt, könnt ihr euch in diese Person verwandeln. Ach, Mutierschirm. Oh, das tut weh. Wieder so ein epischer Lesefail. Oh Mann. Ihr müsst aber versprechen, dass ihr mit seiner Hilfe nicht den Palast herumschleicht. Ich meine, niemand wie euch als Prinzessin Peach kennt. Stellt euch vor. Tut mir leid, dass wir nur einen so geringen Preis für euch haben, Prinzessin. Hä? Aber ist ja der Preis für die Teilnahme. Und was erwartet ihr? Oh, jetzt gibt's wieder was auf Mütze. Was ist denn hier los? Hey, das sieht lustig aus. Ich will auch mitmachen. Was? Ihr seid schon fertig, was für Pech, Scheiß, Mann! Prinzessin Peach, was macht sie hier? Sie hat sich hier schon wieder fortgeschlichen. Ja, bringt Prinzessin Peach sofort zurück auf ihr Zimmer. Jawohl, Sir! Oh, tschüss, Mann. Verzeih, Prinzessin. Günther Jauch bringt dich weg. Nein! Jetzt doch, der flotte Dreier complete. Epic. Und es geht wieder zurück zu Mario nach dieser perversen Geschichte. Schrecklich, aber auch geil. Oh, weh mir, mein schöner Schatz. Was sagst du denn? Willst du gleich ein Bitch-Slap abkriegen? Kein Schatz der Welt so wertvoll wie das Leben. Sei dankbar, du suizidgefährdeter Spost. Unfassbar, diese Insel. Wurde einer schrecklichen Gefahr ausgesetzt, weil Bausleute am Werk waren. Aber bald wird das Beben abflauen und Lava Eile wieder zu dem Paradies werden, das vorher war. Fuck. Lieber Mario, du hast mich schon fünf von uns gerettet. Nur noch ein paar mehr. Mein Name ist Mister. Lass mich dir meine Kraft leihen, die dir auf deinem Weg helfen wird. Eine besten Sternkräfte. Mario Sternkraft erhöht sich auf 5. Mario hält die Sternkraft Himmelsguss. Himmelsguss haucht wieder Leben und erschöpft. In der Schöpfte heilt, glaube ich, 20 KP. Richtig epic. Trotzdem ist Erfrischung auch gut, als auch Blütenpunkte heilt. Ich muss nur zurück in den Sternenhafen. Aber wenn du mich brauchst, dann kannst du mich jederzeit rufen. Ich werde über dir wachen. Für deinen Erfolg beten. Nicht an Gott beten. Nein, ich werde an deinen Erfolg beten. Schon bald wirst du Prinzessin wiedersehen. Hab Vertrauen, Maria. Nochmals vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Wir sehen uns bald. Goodbye. Ja, und du, Colorado. Du unnötiger kleiner Kerl. Oh, ich war ganz nah dran. Schaut so nah. Ey. Tschüss. Und da muss ich ja noch einen großen rosa Stern ausschimpfen lassen. Ist das ein Scheißmel? Stürzt mich gleich in Lava, ey. Mann, Suizid wäre ich das Beste. Compare you. Moment, wir nehmen Sushi. Sushi! Sushi, den brauchen wir nicht jetzt, denn wir haben ja gesehen, wo der Schatz hingekommen ist. Das machen wir noch. Und wir kehren auch noch zurück, der ist ja nicht mehr so lange. Nicht mehr so viel. Was wir auch noch machen können, ist im Itemland vorbeischauen. Viele Superpilze haben wir. Items. Zwei Superpilze. Bin ich nicht mehr zufrieden. Nehmen wir nur einen mit. Superpilz, ja. Herzlichen Dank. Yo, Yoshi. Yoshi! Ah, hier die Blagen. Ah, Colorado. Ich kann es mir nicht vergleichen, mit ihm schon wieder zu reden. Schatz bestimmt in der Nähe des Vulkans zu finden.
Meine Intuition sagt mir, dass es einen Weg geben muss. Ich glaube, es besteht eine geringe Chance, dass sie bei der Eruption freigeschleudert wurde. Besten, ich schaue mich heute in der Nähe des Dorfes um erstmal. Fail, denn er ist hier hingekommen. Wir haben es gesehen, meine Freunde. Wir haben es gesehen. Sushi, setze Surfer ein. Moment mal. Ich dachte, der wäre hier. Wo war denn das? War es hier? Das kann natürlich sein. Ja, hier warst du, okay? Nee. Hä? Such Action hier. Okay, ich habe echt gar keinen Plan mehr. Fuck. Nee, da sind wir wieder ganz am Anfang. Das wollte ich nicht, das wollte ich nicht. Hallo. Plätze geht. Fuck. Hä, ja, das kann gar nicht hier gewesen sein. Das muss er auch am Anfang. Hä? Mysterious. Mann, der Knospi. Überfragt. Muss doch hier gewesen sein. Oh, wollt ihr nicht angreifen, Mann. Muss das jetzt noch sein? Oh, der Eisorden, den können wir auch wieder raus, Mann, hier. Hier, nimm den Sternregen im Kauf. Sind wir die Wesen los? Die Honks. Down. 7 Schaden reichen, genau. Ah, unnötig Sternenenergie jetzt verschwendet. Nein, ist nicht. Hä, das kann's doch nicht sein. Ich weiß, was der hier war. Weiter nach oben. Nee. Hä. Mysterious, mysterious, meine Freunde. Dann habe ich noch eine Idee. Gehen da hoch. Hä, das kannst du echt nicht. Wo war denn der? Wo war der Knospi? Sagt es mir doch bitte. Ich habe keinen Plan mehr. Sagt es mir doch bitte. Oh ja. Yeah. Scheiße. Ah. Unnötig. War der hier? Mach das mal weg. Hier vielleicht? Nee, hier war's mit der Rabenstatue. Dann such das mal offscreen. Ich will den Part nicht mehr allzu lang machen. Bis gleich! OMG! Epic Fail! Wir hätten einfach rechts gehen müssen von der Stadt. Hier ist der Schatz. Der legendäre Schatz, den die Piranha-Pflanze bewacht hatte. Den Colorado so begehrte. Eine Vulkanvase. Nicht im Ernst, oder? Vielleicht kann Colorado ja was mit anfangen. Tut mir schon herzlich weh, dass ich denen das geben möchte. Oh, naja, was soll's. Dein ist der wahre Schatz, nicht der Knospi. Ich hab so im Gefühl, dass es nur so eine Erinnerung ist, dass der da auch noch steht. Aber nichtsdestotrotz, ich hab dran gedacht. Oh, hallo, wie geht's? Möchtest du sagen? Ich hab dich auch völlig vergessen. Ich hab jemand namens Colorado gesagt. Fail, ich bin so großzügig, dass ich einfach jeden etwas geben müsste. Du hast was? Du hast Colorado den Samen gegeben? Ja, Spost! Du Vollog! Na super! Kann der nicht mal einen Samenerguss haben? Muss mal Colorado auch noch suchen gehen. Dann können wir auch gleich die Vase geben.
Aber trotzdem, uns wollte er erst nicht geben und jetzt in Colorado kommt er. Wow, ich bin Colorado, berühmter Forscher, der eigentlich nichts kann und woher kriegt der den Samen oder was? Mann, unfaire Welt. Gumbario. Bevor wir mit Colorado sprechen, heilen wir uns so erst. Unser Slogan lautet der frische Körper und Geist. Sorry. Oh. Verschluckt. Schlaf gut und träumen süß. Good night, Mario. Oh, so bequemes Bett. Hätte ich auch gern. Immerhin selbst gemacht. Ikea lässt grüßen. Hast dich gut erholt. Viel Glück bei deinem Abenteuer. Ja, danke. Nicht zu danken, nicht zu danken. So, Colorado. Hey. Vulkanvase. Ja, Mario, für dich. Mario, gütige Himmel, ist der Schatz wieder in der Welt. What the hell? Nun, ich glaube, da steht jetzt nicht mehr so eine Debatte. Du wirst mir den doch geben, oder? Ja, ja, natürlich. Ich kann damit nichts anfangen. Voll der Scheiße. Gibst du mir, ja? Oh, epic. Oh. Guter Mann, du bist wirklich Salz in der Suppe, ey. Richtig geil. Hättest du mir das jetzt nicht gegeben, hätte ich dich zwar beleidigt, aber naja, jetzt ist alles okay. Jetzt tue ich mal so, als würde ich dich loben. Hoch auf dich so. Ja, ich glaube, es ist nur gerecht. Ja, kann ich dir auch diesen Shit hier geben. Ich hatte keinen Samen mehr, gut, es ist frei zu Honk, ne, so. Ja, so ein Knospi hat es mir so gegeben, ne, so durchforstet, so ein Dschungel, ne. Bin ich mir so sicher, besonders wertvoll Samen, ja, aber brauche ich nicht in Shit. Jetzt so Schatz und boah, schon epic, brauche ich den Samen nicht. Ja. Viel Erfolg bei der Abenteuer noch und fantastische Expeditionen, richtig nice. Ja, wird für immer die Geschichte der Archäologie eingehen, ich bin der Größte. Dank dir, Mario, yay. Yeah. Alter Junge, lass uns verschwinden, auf nach Tutown. Ah, tschüss, Mann. Gute Idee. Das mache ich noch in diesem Part. Warum nicht, meine Freunde? Das geht ja schnell. Gerade mit dem Wal wieder zurück. Wir haben die Wahl. Hier bleiben oder mit dem Wal zurück. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Hier. Take it. Nochmal das Ganze. Die habe ich ja ganz vergessen. Hier sind ja auch noch Assis. Och, das muss doch nicht sein, das ist so unnötig, hier gibt mir ja noch nicht mal mehr richtig Punkte. 2 Sterne Punkte. Obwohl, bald haben wir schon wieder Level 35, fehlen noch. Schön. Down, Schwirrwarr. Sehr gutes Item. Hat sich dann doch noch gelohnt. Oh, noch ein Assi. Ich fass es nicht, ich fass es einfach nicht. Machen wir noch einen Stern, ich habe keinen Bock auf die. Ich werde mich dann nochmal offscreen heilen in Tutown. Da haben wir die Sternenergie. Also, das muss echt nicht sein hier. Was wir auch noch gleich machen können, ist ein Eisohren raus tun. Denn der bringt uns jetzt herzlich wenig. Naja, sehen wir es positiv, die Erfahrung, die können wir gut gebrauchen. Die ist immer wichtig in Paper Mario, also von daher ist es okay. So. Nur noch 3 Punkte frei. Brauchen 6 für den nächsten Kraft Plus. Das heißt, zur Überbrückung benutzen wir KP Plus, will ich schon fast sagen. Oder haben wir noch was Besseres? Nicht, dass ich wüsste. Nee. Früher war ich so ein Idiot als kleines Kind. Na gut, ist mal halt noch klein. Da hatte ich mehrere Erdbeben dabei. Superbeben, Erdbeben. Ist so unnötig. Mach das bloß nicht. Ach, KP plus 30 KP. Ist das nice. Ne, auf dich habe ich keinen Bock. So, Colorado. Dann lass mal wieder zurück, wa? Komm. Oh, Mario, alter Junge. Hast du ja ganz schön Zeit gelassen, nur gemeinsam zurückkehren. Ja, jetzt noch beschweren oder was? Und du noch tut auch zurückkehren. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Wahlstimme ging. Egal. Ach so, ging die, genau. Möchtet ihr noch Tutor zurückkehren?
Was für ein aufregendes Abenteuer hat Jill aber dabei erlebt. Oh, vielleicht werde ich eines Tages zu deinen Ufern zurückkehren und noch mehr Schätze holen. Whee! Oh, den Honk haben wir vergessen. Yep. Ja, ich hab's geschafft. Ich den ganzen Weg hierher geschwommen. Also gut, Mario, ich hau dir jetzt so die Hucke voll. Dass du es niemals. What the hell? Are you trolling me? Warte mal, Mario, nein! Komm wieder! Du spast! Nein, schnaa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 
this situation. Bam! 7 Schaden. What the hell? Darauf war ich nicht vorbereitet. Ich war aus. Assig, ey. Panzerwurf. Mann, der ist echt schnell down. Wenn das jetzt trifft, tick nöt. 5. Wie Junior Trooper Schulnoten. So, was machen wir denn noch? Dönerzorn. Ja, der Döner ist nicht immer nice. So, und noch ein Panzerwurf. Komm schon, trifft, trifft. Der ist ja down. Und es trifft. Guter Job, Power Carry. Hätte ich von dir nicht erwartet. Hätte ich nicht erwartet. Und alles in allem ging es doch ganz chillig. Fast ein Level Up in 1. Super. Aber weißt du, wenn ich mir jetzt mal drüber nachdenke? Ich hab flüchtig, einfach zur Eze geflogen wäre. Hätte ich nicht meine ganze KP verschwendet. Und Anti Mario hat Turnier besiegt. Ich bin so blöd. Ich bin so ein Honk. In der Tat, so ein Vollidiot hätte ich drüber fliegen können. Sporst. Gumbario, im nächsten Part werden wir noch nicht zu Mekupalem gehen und ja, ich glaube, die Aufträge mache ich da erst ganz zum Schluss vor dem Bowser. Ist mir irgendwie auch ein bisschen zu lame geworden, ist die einfach mittendrin immer zu machen. Das ist ein bisschen blöde. Oh. Betrüger! Ich hasse ihn. Ihr kennt das, ja? So. Im nächsten Part werden wir dann wieder in die Katakomben gehen, aber erstmal können wir noch ganz fix beim Ornland vorbeischauen. Achso, da sind die zwei Stück Katakomben. Irgendwie bin ich manchmal bei PM2. Natürlich in die Kanalisation. Können wir jetzt einiges machen. Partner aufstufen mit Super Armor, was mal mit Ultra Armor, was mal meine ich. So, und hier können wir Geld ausgeben. Oh, Eschlag Plus, der ist epic. Den nehmen wir mit 100 Münzen. Joa, warum nicht? BP Plus, auch super. Alles oder nichts, ja. Das ist so eine Sache mit der Action-Kommando, ne? Erhöht die Gesamt-BP um 5. Aber ich werde doch lieber den Alles oder nichts Ohren nehmen, irgendwie. Doch, wir hatten auch gar nicht mehr so viel Geld. Also ist sowieso nur der möglich. Für Bosse ist der vielleicht nicht schlecht. Egal, meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal hier mit voll geheilt. Sehen wir uns hier wieder. Das mache ich offscreen. Und dann geht's in die Kanalisation. Bis dann. Ciao. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein.